Also passt mal auf, bitte. Es ist immer ein heißes Thema. Was ist wichtig? Krafttraining, Ausdauertraining. Was ist wichtiger? Mehr Ausdauer, mehr Kraft, was ist wichtiger? So, erstmal ist natürlich logisch, dass beides wichtig ist, Krafttraining und Ausdauertraining. Es ist auch bekannt, dass die Ausdauersportler etwas mehr Krafttraining machen sollten und die Krafttrainingsexperten etwas mehr Ausdauer, denn die Mischung macht es letztendlich aus, denn von Natur aus sollten wir eine gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit haben und genauso auch eine Kraftleistungsfähigkeit, denn unser Körper kann beides und sollte nicht extrem nur in eine Richtung trainiert werden. Aber auf was ich raus möchte, ist das Thema Mobilität. Denn daran oder da haben viel mehr Menschen einen riesen Bedarf, an ihrer Mobilität zu arbeiten, bevor sie anfangen, sich riesen Kopf zu machen über Ausdauertraining und über Krafttraining. Wobei man sagen muss, beim Krafttraining findet natürlich auch ein bisschen mehr Mobilität statt, wie jetzt beim Ausdauertraining. Beim Ausdauertraining hat man in der Regel nur eine Bewegung, das ist die schnelle Vorwärtsbewegung. Beim Kraftsport hat man natürlich für die Brustübung dabei, für die Schulternübung, für den Rückenübung mit dabei, wo man auch schon eine Variante der Dehnung mit einbaut, das ist der exzentrische Bewegungsablauf. Das heißt, wenn ich bei der Kniebeuge runtergehe, in die Hocke und ganz tief runtergehe, dehne ich natürlich auch schon mal einen Teil auf. Deswegen hat natürlich im Bereich der Mobilität, wenn man es richtig macht, auf natürliche Weise das Krafttraining einen kleinen Vorteil. Wir können das Ganze aber optimieren, indem wir sagen, okay, wir arbeiten gezielt an unserer Mobilität. Zum Beispiel Handgelenksmobilität sind die Übungen. Ja, das sind diese Übungen. Oder wenn ich hier unten mit Kniekreisen mache oder Beckenkippen, arbeite ich an der Mobilität meiner Hüfte, an der Mobilität meiner Fußgelenke, wenn ich das Kreisen mache, wenn ich Füße nach rechts, nach links kippe, arbeite ich an der Mobilität. Zusätzlich, Stretching ist eine geile Variante. Leider kommt aber Stretching viel zu kurz. Warum kommt Stretching zu kurz? Die meisten Menschen beschäftigen sich nicht mit dem Thema Dehnung und Stretching. Warum? Ganz einfach, weil Stretchen für die meisten Menschen sehr unangenehm ist. Sehr, sehr unangenehm. Pass auf, wenn man sich jetzt bewegt, Krafttraining macht, Ausdauertraining macht, dann ist es mit relativ wenig Schmerzen verbunden. Aber es gibt Menschen, die sind so verklebt, dass sie bei der geringfügigen Stretchingübung schon so einen Schmerz verspüren, so einen leichten. Den braucht man aber. Man braucht keinen starken. Also ein leichtes Ziehen ist wichtig und das meiden wir natürlich. Da schrecken wir zurück und sagen, nein, das möchte ich nicht haben. Das Gehirn wehrt sich dagegen. Entsprechend dessen werden wir keinen Menschen finden, der schreit, hurra, ich will Stretching machen. Außer mir. Ich mache es sehr, sehr gerne. Und ich habe auch viele Coaches, die es zwischenzeitlich gerne machen, weil sie die ersten 4 bis 6 Wochen überlebt haben. Passt auf, warum ist eigentlich der Bedarf an Stretching, an Dehnung, an der Mobilität so hoch? Schaut mal, wenn wir uns als Mensch jetzt anschauen, ja, dann haben wir natürlich Muskulatur, wir haben Gelenke. Und was können wir eigentlich mit dem System machen? Wir können nach oben greifen, wir können den Arm beugen, wir können den Arm strecken, wir können die Hocke runtergehen, wir können uns ganz lang machen nach oben. So, das kann der Mensch und von Natur aus haben wir diese Fähigkeiten. Und früher, da wo wir da im Wald rumgerannt sind, mit schönen sauberen Fell, mit der Keule im Hand, dann haben wir auch ganz viel solche Bewegungen gemacht. Als Kind machen wir auch Purzelbäume, wir springen hoch, springen runter. Und der moderne Mensch, der moderne erwachsene Mensch, der sitzt meistens oft im Auto oder am Bürotisch oder am Handy oder am Laptop oder in einer Firma in einer bestimmten Position. Er bewegt sich aber nicht mehr, der moderne Mensch, in den meisten Fällen nicht mehr artgerecht. Das bedeutet, wir benutzen unser Gelenksystem, unser muskuläres System nicht so, wie Natur es uns gegeben hat, für was es alles fähig ist, sondern
Unser Bewegungsumfang ist eingeschränkt. Wenn wir den ganzen Tag sitzend sind, im Auto zum Beispiel, Außendienstler, das Becken leicht nach hinten gekippt, die Schultern nach vorne, so die Beine in einer leichten Anwinklung, der Bauch etwas eingezogen, sitzen so im Auto. Und das mehrere Stunden am Tag. Was sagt sich der Organismus, der menschliche? Der sagt, es ist eine normale Stellung. Der Brustmuskel, hier innen ist der Ursprung, da ist der Ansatz, die ziehen sich so etwas zusammen. Der Trapez, der Schultermuskel hängt etwas nach vorne, Trapez muss die ganze Zeit den hochhalten, der verspannt sich. Der Latissimus hier unten, der große Rückenmuskel, der ist natürlich in dieser Position etwas kürzer. Der Bauchmuskel ist in dieser Position etwas kürzer. Der Hüftbeuger hier zwischen Hüfte und Oberschenkel, der ist natürlich durch das Einrollen des Beckens etwas kürzer. Der hintere Oberschenkel ist durch das Sitzen etwas kürzer. Die Wadenmuskulatur ist auch durch Sitzen etwas kürzer. So, und das machen wir mehrere Stunden am Tag. Was sagt sich dann unser Körper? Unser Körper sagt sich, das ist völlig normal. So muss das sein. Und die Faszien innen drin, die sagen, diese Länge ist normal. Das ist ein ganz normaler Zustand, die gewöhnen sich dran. So, und jetzt machen wir das tagelang, wochenlang, monatelang. Und was passiert? Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ja? Schultern nach vorne, runterhängen, Kopf etwas aus der Mitte nach vorne. Normalerweise hier hinter, energetisch ausgewogen. Der sitzt nämlich so, die Brust muss zusammengezogen, Bauch muss zusammengezogen, der Hüftbeuger ist verkürzt, der hintere Oberschenkel ist verkürzt. Und dann sieht man die Leute so ein bisschen steif wie Roboter laufen. Es fehlt die Geschmeidigkeit. Und warum? Weil der Körper denkt, dass dieses Verhalten, dieses viele Sitzen, dass das völlig normal ist. Und was passiert? Nach ein Jahr Rückenschmerzen, am Rückenstrecker, der Beckenboden weh, die Leisten tun weh, die Oberschenkel brennen ein bisschen, der Nacken tut weh. Also ganz viele Symptome, die mit Schmerzen verbunden sind. Die Lebensqualität leidet darunter. Wenn man irgendwo Schmerzen hat, ja, dann hauen wir mal ein Ibuprofen rein. Ja, dann blocken wir mal einen Entzündungshemmer rein. Ja, das machen sehr viele, um die Schmerzen loszuwerden. Aber das ist doch keine Ursachenbehebung. Das ist doch nur eine Symptombehandlung. Tabletten haben doch Nebenwirkungen. Und zwar zum Teil krasse Nebenwirkungen. So, also was müssen wir tun? Wir müssen dem System beibringen. Was ist normal? Die aufrechte Haltung ist normal. Was müssen wir dafür tun? Wir können natürlich nicht im Auto stehen fahren. Geht nicht. Also brauchen wir einen Ausgleich dafür. Mobilitätsübung und Stretchübung. Ja, und ich kann euch garantieren, wer sich damit beschäftigt, mit dem Thema Mobilität und dem Thema Stretching, Dehnen, Aufmachen, der wird sich wieder ganz anders fühlen. Alle, die zu mir kommen, die Stretching bei mir machen, mit mir zusammen, ich leite sie an, die gehen nachher raus und sagen, Andreas, wie geil ist das denn? Ich komme mir vor, als ob ich 5 Kilo leichter wäre. Ich fühle mich viel anders. Boah, ist das geil, fühlt sich das gut an. Ey, wenn sie nächstes Mal kommen, sagen, ey, Andreas, das ist ja unglaublich. Das waren die ersten 48 Stunden danach. Ich habe mich komplett anders gefühlt. Ich bin anders aus dem Auto gestiegen. Ich habe mich anders bewegt. Ich habe viel besser geschlafen. Ich habe im Rücken kein Problem mehr. Ich habe drei Kunden hier. Die waren bei allen möglichen Ärzten. Die hatten zig verschiedene Leiden. Die waren bei 5 Ärzten, hatten ja 4 verschiedene Leiden. Und was war es nachher? Ich habe mit denen Stretching gemacht. Der eine 3 Wochen, der andere über 6 Wochen und einer über 3 Monate. Die waren danach komplett schmerzfrei. Ich hatte einen dabei, der musste sich hier auf die Seite, Empiriformis, hier in diese Seite, musste er sich Kühlakkus drauf, damit er noch schlafen kann. Der war nach 4 Wochen schmerzfrei und davor war er bei zig Ärzten ausprobiert. Und das Stretching hat dafür gesorgt, dass sich öffnet. Das Stretching hat dafür gesorgt, er kommt zu mir und sagt, Andreas, du hast Wunderhände. Und dann sage ich, nein, ich habe keine Wunderhände, wir haben nur Stretching gemacht, das hast du gemacht. Ich habe nur gesagt, was du machen sollst. Die Leute fühlen sich wieder wunderbar und völlig entspannt und völlig schmerzfrei. Das ist kein Allerheilsmittel, aber es ist eine Chance, dass wir viele Schmerzen, die im Körper sind, viele Rückenschmerzen, viele Ausstrahlungsschmerzen, dass sie sich lindern können. Deswegen, Freunde, meine Empfehlung für euch, kümmert euch um Mobilitätsübung und Stretching. 100% werdet ihr damit ganz viel Erfolg haben.